Der Bergdoktor, Hans Siegel, verrät erste Details, große Änderung in Staffel 17. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Der Bergdoktor stehen unmittelbar bevor. Jetzt hat Hans Siegel angekündigt, dass die kommenden Folgen anders werden als erwartet. Was war das für eine Staffel? Anfang des Jahres waren die neuen Folgen von Der Bergdoktor im TV zu sehen und wurden mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während die einen die dramatische Familiengeschichte gefeiert haben, war den anderen die Handlung viel zu düster für eine Serie wie diese. Der Bergdoktor, Hans Siegel, kündigt leichtere Staffel 17 an. Kurz nach dem Staffelfinale äußerte sich auch Hauptdarsteller Hans Siegel zu der Kritik und verteidigte die Geschichte vor den Fans. Für die kommende Staffel 17, die bald in Produktion geht, wird dennoch ein anderer Weg eingeschlagen, wie der 53-Jährige nun im Interview mit Bund.de verraten hat. Es wird ein bisschen leichter werden dieses Jahr. Die 16. Staffel hat sich ja bei den Leuten als eine etwas düstere Staffel gezeigt. Da musste Martin Gruber ein paar Sachen durchleben und erleben, die haben das Ganze dunkler gemacht, so der Schauspieler. Dies sei auch richtig so gewesen und die Fans seien den Weg mitgegangen. Jetzt, glaube ich, ist die Krise durch und wir werden Martin Gruber wieder ein bisschen mit leichteren Füßen erleben, so Siegel. Sieht also ganz so aus, als ob sich Martin und sein Bruder Hans nach dem heftigen Streit relativ schnell wieder vertragen werden. Bergdoktor, Staffel 17, keine neue Liebe für Martin Gruber. Kann es vielleicht sogar sein, dass Martin in Staffel 17 die Liebe finden wird? Davon ist Hans Siegel nicht überzeugt. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, der USP dieser Geschichte, dass wir dieser Figur beim Glücklichwerden zugucken oder bei der Suche nach dem Glück zugucken. Also keine neue Freundin für Martin Gruber. Doch bei einer anderen Rolle könnte die Liebe nun doch anklopfen. Ronja Forcher hat kürzlich verraten, dass sie ein Konstellationscasting für eine neue Rolle dabei war. Der davon auszugehen ist, dass ihre Figur Lilly viel mit dieser neuen Rolle zu tun haben wird, könnte es sich dabei durchaus um einen neuen Mann im Leben des Feenlieblings handeln. Wir sind gespannt.